Ja, ich bitte unseren verspäteten Beginn zu entschuldigen, aber das Medieninteresse ist verständlicherweise riesengroß. Aber ich darf jetzt sagen, herzlich willkommen zur SG-Pressekonferenz. Tausendstes Bundesligaspiel unserer SG. Was hätte uns besser passieren können als ein Derby? Ich darf herzlich begrüßen THW-Trainer Alfred Gislason und den sportlichen Direktor Viktor Szilagyi. Für die SG Flensburg-Handewitt Trainer Mike Machulla und Manager Dirk Schmeschke. Alfred, wir wollen die vergangenen 60 Minuten reflektieren. Lange Zeit stand der Derby-Sieger ja gar nicht fest. Was waren aus deiner Sicht die Faktoren, die letztlich den Ausschlag für diesen Spielausgang geliefert haben? Ja, natürlich ist es erstmal Glückwunsch an SG und an Mike und Dirk zum Sieg. Und wenn man hier gewinnen will, dann muss natürlich sehr, sehr viel gut laufen. Und wir haben schon einige Dellen in unserem Spiel. Erste Halbzeit schon, wo wir mit drei vorne liegen. Dann machen wir, glaube ich, vier überhastete Würfe oder Fehler, die zu vier Gegenstoßtoren hintereinander führen. Und da natürlich bauen wir die Flensburg dann auch noch auf. Aber ja, letztendlich war das, wie gesagt, auch wir haben in der zweiten Halbzeit mehrere Fehler gemacht. Gute Position, gute Chance weggelassen, die man in so einem Derby nicht machen darf. Und letztendlich haben wir deswegen auch keinen Punkt mitnehmen können. Also ich habe mich geärgert über mehrere Sachen von den Unparteiischen natürlich, aber was soll es, man muss halt die klaren Chancen selber runterbringen, wenn man so ein Spiel gewinnen will. Also Glückwunsch nochmal und Dankeschön. Vielen Dank. Mike, du hast vor dem Spiel der Presse gesagt, es kommt auf drei T-Faktoren an: Tagesform, Torhüter, Trefferquote. Im Rückblick, waren das die drei Faktoren? Ja, schönen guten Abend. Danke, Alfred, für die Glückwünsche. Wir sind natürlich sehr, sehr glücklich über diese zwei Punkte und auch über die Art und Weise, wie wir die geholt haben. Ja, Torhüterleistung war da. Was habe ich noch gesagt? Tagesform und Trefferquote. Tagesform war auch da und Trefferquote war auch da. So, also wir haben heute unsere Chancen, die wir uns erspielt haben, wesentlich besser genutzt als in den vergangenen Derbys. Und das ist natürlich entscheidend. Du darfst nicht so viel liegen lassen, wenn du dir freie Chancen erarbeitest, weil die sind hart erkämpft, die sind hart rausgespielt, da musst viel dafür investieren. Das haben wir genutzt. Ich gebe Alfred da völlig recht, bei 11-8 ist das eine schwere Phase für uns. Da merke ich auch, wie die Mannschaft so ein bisschen die Körpersprache verliert, und in der Phase haben wir einen 5-0-Lauf und kommen relativ schnell wieder zurück ins Spiel, sodass wir oben auffahren, die Halle kommt, und dann ist in dieser Halle, wenn die Atmosphäre so da ist und wenn wir so einen Rausch uns spielen, dann ist alles möglich. In der zweiten Halbzeit, finde ich, werden wir ein bisschen müde im Angriff und kriegen wir nicht mehr diese Intensität rein in unser Spiel, und dann verwerfen wir auch ein paar Bälle, um uns vielleicht ein bisschen deutlicher abzusetzen, und am Ende muss man sagen, verwirft Kiel auch ein paar Freie, sodass wir diese zwei, drei Tore immer halten konnten. Und Buric hat dann noch einen ganz wichtigen gehalten zum Schluss, sodass wir dann am Ende mit einem Tor gewinnen. Und das macht mich natürlich sehr, sehr froh und glücklich. Dankeschön. Vielen Dank, Mike. Viktor, zu so einem frühen Saisonzeitpunkt, ist das eine Standortbestimmung bereits? Was sagt dir das 98. Derby? Ja, guten Abend auch von mir und Gratulation an die SG zu den beiden Punkten. Also ich glaube, das ist keine Standortbestimmung, das ist noch viel zu früh natürlich dafür, aber insgesamt haben wir, glaube ich, ein sehr rassiges Spiel gesehen, war auch viel drin. Beim Trainer haben sie auch schon analysiert, wo uns gelingen hat. Ich denke, bei den drei Ts fehlt bei uns vielleicht das dritte ganz klein, nämlich die Trefferquote, aber ich glaube, Torhüter und Tagesform war auch in Ordnung. Wir haben vielleicht ein bisschen zu viele Zeitstrafen, und natürlich beim Spiel, was mit einem Tor ausgeht, gibt es ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die da entscheidend waren in den verschiedensten Minuten. Wir sind nicht zufrieden natürlich mit dem Ergebnis. Insgesamt, glaube ich, mit dem Auftritt war das schon okay. Die Mannschaft hat wirklich bis zur letzten Minute da auch gekämpft und auch wirklich daran geglaubt auch. Und jetzt müssen wir nach vorne schauen. Ein sehr, sehr schwieriges, nächstes sehr, sehr schwieriges Auswärtsspiel in Magdeburg. Da müssen wir die Tage jetzt bestmöglich bis dahin nutzen und hoffentlich dann da erfolgreich was gestalten. Vielen Dank, Viktor. Dirk, dein Stichwort SG im Umbruch, davon hat man heute aber gar nicht so viel gemerkt, oder? Wie ist es dir gegangen? Erstmal danke für eure Glückwünsche.
Ich habe vorher schon in einem Interview gesagt, ich möchte dieses Wort Umbruch eigentlich nicht hören, weil wir entwickeln eine neue Mannschaft. Das haben wir gesagt, dafür haben wir uns viel Gedanken gemacht im letzten Jahr, Mike und ich, und auch wie die Mannschaft zukünftig auch in den nächsten Jahren aussehen kann. Deswegen, ich rede da eher von Weiterentwicklung und Neuentwicklung der SG Flensburg-Handewitt. Und mich freut das heute, das war ein Derby, wie wir es alle lieben, wie wir es kennen. Victor, wir hatten ja in der Halbzeit ja das 98. und das 1000. Spiel der SG. Ich glaube, dieses Derby ist und bleibt ein Highlight in Deutschland und Europa, was Handball und Handballgefühl anbelangt. Kurz zum Spiel von mir, wir sind auch immer wieder zurückgekommen, als wir zurückgelegen haben. Und das hat mich gefreut für diese Mannschaft. Und ich glaube, dass die Alten die Jungen mitgenommen haben und die Jungen auch die Frische reinbringen, hat uns heute gut getan. Und ich glaube, unsere neuen Spieler haben heute ihre Derby-Taufe bestanden, muss ich echt dazu sagen. Muss man ja sagen, dass es eine Derby-Taufe war. Und ich glaube, dass sie mit leuchtenden Augen heute nach Hause fahren. Aber wir bleiben geerdet und wir gucken nach vorne. Und ich freue mich für Mike und für die Mannschaft, für die leidenschaftliche Arbeit. Ich danke dem Publikum, auch dass sie das rüberbringt. Benjamin Buric ist super, aber ich sage an dieser Stelle auch noch, wie die beiden, Tjorben und Benjamin, Mike, das sehen wir im Training, zusammenarbeiten, wie die sich gegenseitig nach vorne helfen, das macht Freude. Das war ja ein großer Knackpunkt nach dem letzten Jahr. Heute hat Benjamin gezeigt, was er kann, und ich glaube, wir werden auch noch viel Freude an Tjorben haben. Und letzter Satz von mir, ich freue mich, dass heute wir einen neuen Partner, ein weltweit führendes Unternehmen in Bezug auf Augenoperationen so dazu bekommen haben. Euroreis hat heute einen Vertrag bei uns unterschrieben und das finde ich sehr gut und das freut mich besonders, dass unsere Familie dann noch größer geworden ist. Vielen Dank, Dirk. Mit einem Blick in die Runde. Fragen? Ja, SHZ? Jan Rügel? Ja, Mike, 8-0 Punkte. Die meiste Saison war mit 4-4 gestartet. Und das soll jetzt gefallen lassen, wieder als Titelanwärter gehandelt zu werden. Erstens, und zweitens, schauen wir mal, wie sich das Spiel entwickelt hat, nachdem Boller reingekommen hat. Ja, also erstens glaube ich, das Erste, ich glaube, wir bleiben ganz ruhig, ganz entspannt. Es ist schön, 8-0 zu haben. Das gibt uns einfach Sicherheit und Ruhe, auch weiterhin mit dieser Mannschaft zu arbeiten, ohne dass wir gleich den ganz großen Druck haben, jetzt unbedingt Punkte holen zu müssen. Es ist schön. Was ihr daraus macht, ist euer Problem. Ich weiß, wie ich mit der Mannschaft arbeite und wie wir uns Gedanken machen, sondern wir machen Spiel für Spiel. So sind wir auch letztes Jahr gut gefahren. Wir werden jetzt nicht unruhig. Und zu Johannes muss man sagen, ich habe mir schon Gedanken gemacht, warum ich mit anders angefangen habe. Das hat alles seinen Grund. Also ihr könnt immer davon ausgehen, dass ich mir schon Gedanken mache, warum ich was mache. Und als Johannes da reinkommt, muss man natürlich sagen, haben wir genau diesen 5-0-Lauf. Und ich bin beeindruckt tatsächlich, wie er mit seinen 20 Jahren reinkommt in so ein Derby, so viel Qualität reinbringt, so viel Leidenschaft reinbringt und auch wirklich ein Faktor ist, in der Abwehr schon zu helfen. Vorne am Kreis sehr gut arbeitet. Also der macht Spaß, der Junge. Aber wie gesagt, das werden wir auch ganz in Ruhe bewerten und mit ihm besprechen. Also wir werden da jetzt am vierten Spieltag jetzt nicht alles über den grünen Klee loben und uns die ganze Zeit auf die Schulter klopfen. Ganz im Gegenteil, wir werden weiter an uns arbeiten. Bitte schön. Herr Gieslersson, Michael Fuller sagt, 8-0 Punkte geben Ruhe und Sicherheit. Wenn es ganz doof läuft, haben Sie nach dem Spiel Magdeburg 4-4. Spüren Sie da einen gewissen Druck auch schon? Und das Zweite, etwas zu Niklas Landin sagen, was ihm passiert ist, als er da mit der Bande zusammengestoßen ist? Nee, das liegt so, da gibt es eine Delle, da wo die Spielfläche endet und da ist umgeknickt. Also hat nichts mit der Bande zu tun. Aber es geht ihm ganz gut. Er wird nicht ausfallen deswegen. Und zum Druck, also was wir mit 4-0 Punkte hinreißen, und wir haben auch gewusst, dass wir hier gut spielen müssen und dass man beim amtierenden Meister nicht hier durchpassiert und die Punkte mitnimmt, haben wir auch gewusst. Also ändert sich überhaupt nichts an dem Druck in Kiel, ob wir hier gewinnen oder verlieren. Schön wäre es gewesen, so gewinnen haben wir aber nicht geschafft, und jetzt fahren wir zum nächsten schweren Auswärtsspiel. Nach Magdeburg ist auch einer der schwersten Auswärtsspiele in der Saison. Anfang Oktober haben wir auch Auswärts bei Rainer Glöwen, ist alles gut. Also diese Spiele muss man eher spielen in der Saison. Und alle diese Mannschaften bekommen wir auch
zu spielen zu Hause. Also ich bin schon lange dabei, das ist Druck oder nicht. Macht mir Spaß. Also ist irgendwie komisch, wenn das mein letztes Derby war, aber hier in Flensburg, aber die Stimmung ist immer schon schön. Alfred, herzlichen Glückwunsch zu deinem 59-Jährigen. Gestern, vorgestern, wann war das? Gestern. Weil du so lange dabei bist, wollte ich nochmal an dieser Stelle sagen. Dankeschön. Weitere Fragen bitte? Wenn die Stimmung gerade so gut ist, frage ich dich, Alfred, nochmal, was du denn damit gemeint hast, mit den Dingen, bei denen du nicht zufrieden warst, was die Unparteiischen betrifft. Ja, ich fand einfach, dass wir beide Mannschaften ähnlich hart gespielt haben und wir nicht viel mehr Zeit dran verdient haben. Erstens, ich fand auch ein paar Entscheidungen, ein bisschen suboptimal. Mehr möchte ich nicht so sagen. Ne? Und SG hat einen neuen Partner, was Augen angeht. Und vielleicht muss ich mich operieren lassen, wenn ich jetzt alles falsch gesehen habe. Ja. Gibt es weitere Fragen, bitte? Das ist im Moment nicht der Fall. Vielen Dank dafür an die Herren hier. Wir sehen uns wieder Donnerstag gegen die Eulen Ludwigshafen hier in Eichner Halle. Wir wünschen euch, ihr habt eine kurze Rückfahrt, trotzdem eine gute Rückreise. Vielen Dank euch beiden und euch auch. Danke.